In der linken Geschichte und in linken Kämpfen hat der Kampf für Freiheit, und das war ja dann noch immer ein Kampf gegen Unfreiheit, gegen Unterdrückung, eine ganz große Rolle gespielt. Also ich würde sagen, der Einsatz für Freiheit ist tief eingeschrieben in die linke DNA. Also angefangen von den Sklavenaufständen über die Französische Revolution, wo ja Freiheit eines der wichtigen Ziele war, neben Gleichheit und damals Brüderlichkeit, heute würden wir wahrscheinlich eher Geschwisterlichkeit sagen. Kurzum, in der Geschichte spielt es eine wichtige Rolle, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. In der Tat, es hat dann eine große Spaltung gegeben zwischen einerseits dem Kampf um Freiheit und andererseits dem Einsatz für Gleichheit. Und ich würde sagen, beide Kämpfe haben darunter gelitten, teilweise bis heute. Und diese Aufspaltung war vielleicht die große Tragödie auch des 20. Jahrhunderts. Klar ist, im Nachhinein lässt sich immer leicht urteilen über Situationen in der Geschichte, aber schwierige Umstände haben dann dazu geführt, dass man die denkbar falscheste Entscheidung getroffen hat, dass Sozialistinnen die Kämpfe um Freiheit aufgegeben haben und so getan haben, als ob Freiheitsrechte etwas wären, das man aufschieben kann für später. Und dadurch, durch diese Entscheidung, wurde die wichtige Idee der Kampf um Sozialismus, eine Alternative zum Kapitalismus, bis heute hin geschwächt und beschädigt. Ich bin überzeugt, dass man Freiheit und soziale Gerechtigkeit auf Augenhöhe behandeln muss. Das ist der Platz, der beiden gehört. Und die Kämpfe gehören untrennbar zusammen und sind verwogen. Das sehen wir doch auch in der Praxis. Dort, wo Unternehmen zum Beispiel Freiheitsrechte einschränken, also Beschäftigte überwachen lassen, dort werden auch schlechtere Löhne gezahlt. Also das heißt, man kann nicht einfach entscheiden, hast du jetzt mehr soziale Sicherheit oder mehr Freiheit, sondern in der Regel fällt die Verweigerung von beiden zusammen. Und deswegen gehören auch die Kämpfe darum untrennbar zusammen. Was für ein schönes Bild ist das, was Walter Benjamin da entwirft. Die Linke mit dem Wind der Weltgeschichte in den Segeln nimmt Fahrt auf. Momentan haben wir ja eher das Gefühl, dass gerade die Rechten den Diskurs bestimmen. Umso wichtiger ist es, dass wir diesem Rechtsruck die Stirn bieten und dann den Kampf um einen anderen Zeitgeist aufnehmen, auch um wieder Fahrt aufnehmen zu können. Und für mich ist das nur vorstellbar, wenn wir wirklich Freiheitsrechte und soziale Rechte untrennbar zusammendenken. Für mich konkret heißt es beispielsweise auch, jede sozialpolitische Maßnahme daraufhin zu prüfen, ob sie sowohl mehr soziale Sicherheit, also Schutz vor Armut bedeutet, als auch ein Mehr an Selbstbestimmung für den Einzelnen. Und wir können dabei auch bei Karl Marx anknüpfen. Er beschrieb ja die zukünftige Gesellschaft, für die wir streiten, als freie Assoziation, in der die freie Entfaltung eines jeden Einzelnen Voraussetzung für die freie Entfaltung aller ist. Also in diesem Sinne bei Marx anknüpfen, den Blick nach vorne richten und den Kampf um ein besseres Übermorgen, um eine andere Zukunft aufnehmen. Und das sowohl im Sinne von mehr Freiheit und mehr soziale Sicherheit für alle.